What's poppin', Party People? Ich hoffe, es geht euch gut. Und jetzt will ich immer wie bei Drinis sagen, und wenn nicht, ist auch okay. Ich habe gestern eine Instagram-Fragerunde gemacht, also so einen Fragesticker geteilt, wo Leute was reinschreiben konnten. Und da ist zwei, dreimal, was jetzt nicht viel klingt, aber ich finde, das ist viel. Also wenn mehr als eine Person was fragt, dann denke ich immer, okay, es interessiert vielleicht ein paar mehr. Da haben zwei, drei Leute reingeschrieben, dass sie sich freuen würden, wenn ich mal wieder eine Tattoo-Tour machen würde. Also wenn ich euch meine Tattoos zeigen würde und sage, was sie bedeuten. Und da wurde ich schon öfter nachgefragt in den letzten Jahren eigentlich. Ich habe das mal gemacht vor 7, 8 Jahren oder so. Und da hatte ich ja auch viele Tattoos, die ich jetzt habe, noch nicht. Aber irgendwie gab es irgendwann so einen Zeitpunkt, da hat mein YouTube-Kanal sich so ein bisschen verändert. Wisst ihr, früher war YouTube so simpel. Es gab so wenig im Internet und dann hat man so Videos gemacht wie, das ist meine Schuhsammlung, das ist meine Schmucksammlung, das sind all meine Wimperntusches. Tusche. Was ist der Mehrzahl von, was ist die Mehrzahl von Tusche? Wisst ihr, man hat einfach so seine Sammlungen gezeigt und so hat man auch einfach so random Stuff erzählt, irgendwie so wie, das sind meine Tattoos. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen egozentrisch bei dem Gedanken gefühlt, jetzt irgendwie über meine Tattoos zu sprechen. Heute Morgen dachte ich so, was für ein Quatsch eigentlich. Wie Bock hätte ich drauf, mir von anderen Leuten die Tattoos anzugucken und zu hören, was da vielleicht für eine Bedeutung oder für eine Geschichte hintersteckt oder wer das gestochen hat oder warum man sich das hat stechen lassen und so. Und es ist ja vielleicht auch ein bisschen inspirierend. Oder ich habe auch ein paar Tattoos, die euch vielleicht auch ein bisschen davon abhalten, Fehler zu machen. So, da. Und ich dachte, da reden wir heute einfach mal drüber. Und ich werde euch alle meine Tattoos zeigen. Also ich werde euch jetzt nicht nur die neuen zeigen, sondern ich werde jetzt einfach einmal so eine Tour durch all meine Tattoos machen. Auch die, die ich vielleicht vor 10 Jahren oder so oder vor 8 Jahren schon mal in einem YouTube-Video gezeigt habe. Das erste Tattoo, was ich mir jemals habe stechen lassen, habe ich mir mit 16 oder 17 stechen lassen. Und das gibt es so in der Form, wie es ursprünglich war, gar nicht mehr. Und zwar sind das drei Sterne an der Leiste gewesen. Die Story dahinter ist, als ich 16 oder 17 war, das war Anfang der 2000er, da waren Sterne in Mode, Leute. Sterne, Sterne, Sterne. Überall hast du Sterne gesehen. Und obendrauf hat Bill Kaulitz, der zu dieser Zeit mein großes Idol war. Ich war also riesengroßer, oder ich bin ein riesengroßer Tokyo-Hotel-Fan, aber da, also heutzutage bin ich Tokyo-Hotel-Fan. Früher war ich gestört großer Tokyo-Hotel-Fan. Und Bill Kaulitz war und ist auch bis heute teilweise noch eine Inspiration für mich. Und der hat sich damals so zwei Sterne an die Leiste tätowieren lassen, links und rechts. Und ich war so, ich brauch auch Sterne auf meinem Körper. Und dann habe ich mir damals drei Sterne an meine Leiste tätowieren lassen. Also das fängt, einen davon gibt es noch, den kann ich euch aber nicht zeigen, weil dann wird dieses Video demonetarisiert. Der ist so in der Schamgegend richtig, also der, da rasiere ich drüber, so tief sitzt der. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich war bei so einem Mann, ihr müsst euch das vorstellen, ein 16-jähriges Mädchen, ja, geht spontan zum Tätowierer, so einer, wo man nicht mal richtig einen Termin brauchte, der irgendwie in so einer Vorhalle vom Aldi war in Minden. Und dann ist da so ein 50-jähriger Mann, wisst ihr, so ein großer Schrank, der so eine ganz tiefe Stimme hat. Ich habe mich richtig gefühlt wie so ein kleines Mädchen, also so gar nicht ernst genommen und so. Ich weiß auch nicht, das war einfach, das war überhaupt gar keine Wohlfühlsituation. Und der hat das dann da drauf gemacht und meinte so, willst du das so haben? Und dann habe ich halt geguckt und habe einfach ja gesagt, obwohl ich gar nicht, ich war so aufgeregt, dass ich gar keine Zeit hatte, das richtig zu reflektieren. Und ich glaube, ich hätte es eigentlich ein bisschen anders gemacht, aber war schon okay für mich. Ich fand das, es war mein erstes Tattoo, ich fand es trotzdem mega geil. Naja, auf jeden Fall ein Stern ist so im Schambereich und dann wäre es ein bisschen größerer da drüber gewesen und ein noch bisschen größerer da drüber. Genau, aber die zwei größeren Sterne wurden gecovert. Das hat dann ungefähr so 3, 4 Jahre später stattgefunden. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hätte heutzutage einfach mega gerne die Stern-Tattoos zurück, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich fand früher Sterne auf einmal so ugly, weil diese riesengroße Sternwelle da war. Und ich hatte jahrelang so viele Sterne gesehen, dass das irgendwie so richtig zum Trash wurde, hatte ich so, so war mein Gefühl und ich mochte das gar nicht mehr leiden und ich war so, ich will nichts mehr mit Sternen. Das ist dann immer so ein bisschen das Problem, wenn man mit so einer Trendwelle geht. Deswegen habe ich das dann damals covern lassen, aber das Cover gefällt mir überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Als ich das letzte Mal darunter geguckt hatte, als der Typ am Tätowieren war, am Covern war, war ich so voll happy und dachte so, boah, es sieht mega cool aus.
Und dann bin ich so ein bisschen weggedöst und dann habe ich eine halbe Stunde später nochmal nach unten geguckt und dann hatte ich auf einmal so ein schwarzes Steuerrad auf dem Bauch. So mitten auf dem Bauch und ich dachte so, wow. Das zweite Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, ist auch ein Stern. Es war noch in der Sternphase und es ist weit vor dem Cover gestochen worden. Dieses Tattoo kam eigentlich so mit 18, also so anderthalb Jahre, glaube ich, oder ein Jahr, nachdem ich mir die Sterne auf dem Bauch habe tätowieren lassen. Ich muss sagen, ich liebe dieses Tattoo bis heute irgendwie, weil das ein total cooler Tag war. Ich war lange Zeit unglücklich mit dem Tattoo, aber mittlerweile mag ich das richtig gerne. Ich liebe ja auch Handtattoos, muss ich dazu sagen. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich meine Hände gerne mag. Das ist ein Tattoo, das sehe ich so ein bisschen als Freundschaftstattoo mit Sam. Sam und ich war damals irgendwie langweilig. Auf jeden Fall saßen wir morgens bei Sam und haben so überlegt, oh, was können wir heute machen? Oh, wir können uns tätowieren lassen. Und dann haben wir so überall angerufen und natürlich haben wir nirgendwo einen Termin bekommen, weil Tätowierer mit Terminen arbeiten. Aber ein Tätowierer hat gesagt, kein Problem, komm vorbei. Und dann hat er uns einen Stern tätowiert. Ich habe einen auf den Finger bekommen und sie hat einen größeren auf dem Handgelenk. Die sind beide krumm und schief geworden, sind mega schlecht gestochen. Handtattoos werden sowieso eigentlich meistens mit der Zeit relativ hässlich und ich finde, dafür ist das wirklich gut gealtert. Sieht halt, Fingertattoos werden halt so super schnell zu so Knast-Tattoos vom Look her, ne? Aber das ist total okay. Also ich habe auf der anderen Seite eins. Das war damals viel besser gestochen und es sieht jetzt auch nicht besser aus. Also ich bin auf jeden Fall noch den Umständen entsprechend happy damit. Das nächste Tattoo, was ich mir hab stechen lassen, ist auf meinem Fuß. Und das hat eine Freundin von mir gestochen. Ja, dieses Tattoo bedeutet Free Yourself. Und eine Freundin hat das damals designt. Also die hat das dann in verschiedenen Ausführungen gemalt und geschrieben. Und ich habe mir dann die ausgesucht, die ich am schönsten fand. Und ich wollte dieses Tattoo unbedingt haben, weil das damals so doll meine Gefühlswelt wieder gespiegelt hat. Ich bin damals aus dem Studium gekommen und mir ging es überhaupt gar nicht gut während des Studiums. Also ich habe mich so eingeengt gefühlt. Ich glaube, meine einzige wirklich richtig große Panikattacke während der Klausurenphase, also Panikattacken fangen früher an als das als hyperventilieren und so, aber das war so das einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich so richtig auch hyperventiliert habe und gar nicht mehr wusste, was mit meinem Körper passiert und so. Also diese Art von Panikattacke, ne, nicht so eine Angstattacke, sondern so, wenn der Körper wirklich richtig Panik bekommt aus dem Nichts, weil ich mich so heftig unter Druck gesetzt gefühlt habe, in so einer Hamsterrad-Leistungsspirale war, dass ich da gar nicht mehr rauskam und das hat ganz viel mit mir gemacht und dann hatte ich damals ein Praktikum gemacht und habe in einem Büro gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, ich komme damit irgendwie nicht klar. Ich bin ja auch Tochter von zwei MusikerInnen und ja, irgendwie habe nichts anderes außer Selbstständigkeit zu Hause kennengelernt und ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie, ich fühle mich total eingeengt, ich brauche irgendwie jetzt eine Umorientierung. Und dann habe ich mich damals selbstständig gemacht. Das war total risikoreich. Also ich hatte keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert. Bin nach Hause zu meinen Eltern zurückgezogen mit 20 und habe gesagt, hey, kann ich hier mal kurz wohnen? Ich muss mal irgendwie was auf die Beine bauen. Und die so, okay, gönn dir, versuch's. Ja, da habe ich mir dann damals bei meiner Freundin dieses Tattoo gestochen, Free Yourself, weil ich das Gefühl hatte, ich musste mich von diesen Ketten lösen, also ich, diesem Druck von außen, diesem Leistungsdruck, diesen Einschränkungen. Ich wollte mich irgendwie frei fühlen. Ich wollte frei sein und mich frei fühlen. Ich gucke bis heute da drauf und ich liebe dieses Tattoo bis heute, weil mich das immer wieder an eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben erinnert und das ist meine eigene Freiheit. Immer wenn ich jetzt in Situationen bin, wo ich mich unfrei fühle und es fühlt sich schlecht an, dann gucke ich das an und erinnere mich an damals und dann erinnere ich mich daran, dass ich mich davon lösen darf. Das nächste Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, das sieht auch schon echt nicht mehr geil aus. Das ist hier auf meinem Handgelenk an der Außenseite. Das bedeutet, das ist thailändisch und heißt Pachavan. Das steht für das Wort Gegenwart, also das ist die wortwörtliche Übersetzung Gegenwart. Und ja, ist auch, also was
habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ich wollte mir ein Tattoo stechen, was mich daran erinnert, im Hier und Jetzt wieder anzukommen. Und dann steche ich mir das an eine Stelle, die ich nie sehe. Ich bin halt eine Person aus verschiedenen Gründen. Also das ist so meine Persönlichkeit und meine Diagnose. Ich bin sehr viel in meinem Kopf. Ich habe nicht besonders viel Außenwahrnehmung. Im Spirituellen würde man sagen, wenig geerdet. Das tut mir aber super gut. Also es ist total wichtig für mich, zurückzukommen auf diese, zu landen aus meinem Spaceship in meinem Kopf und wieder hier anzukommen und wieder in den Körper zu kommen und in der Gegenwart anzukommen, was manche Leute sehr, auf sehr natürliche Art und Weise automatisch tun, was ich sehr bewundernswert finde. Und dieses Tattoo sollte mich eigentlich daran erinnern, aber hat es nie, weil ich sehe es nie. Jetzt fragt man sich, okay, Jaco, Gegenwart, warum hast du es dir nicht einfach auf Deutsch tätowieren lassen? Ich war halt in Thailand und Kevin und ich haben abgemacht, immer wenn wir auf einer Reise sind, dann nehmen wir ein Tattoo mit. Und deswegen ist es thailändisch gewesen, weil ich da auch damals in Thailand so viel darüber nachgedacht hatte und mich so viel damit beschäftigt hatte und deswegen wollte ich das auf thailändisch auf meiner Haut haben. So, das nächste Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, ist auf meinem Rücken und das ist die zweite Thailand-Reise ein Jahr später gewesen. Da habe ich mir einen Sak Yant tätowieren lassen. Ich kann euch jetzt leider nicht das Video verlinken. Ich habe das damals gefilmt, wie ich da war. Das ist ein Bambu-Tattoo. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Also es gibt besonders in Südostasien, dass man sich mit einem Stab sozusagen, also da wird richtig mit so einem Stab Tinte in die Haut gehauen und nicht mit einer Maschine oder so. Hey, wir sind mit Stick and Poke vielleicht näher dran heutzutage, als ich da war, damals noch waren. Ja, und ich bin damals in so einen Tempel in Bangkok gefahren, wo man sich von einem Mönch tätowieren lässt. Sak Yants sind so heilige Tattoos in Thailand. Das bedeutet, die buddhistische Bevölkerung, die lässt sich diese Tattoos stechen und die Mönche geben dann ein Gebet auf das Tattoo. Und diese einzelnen Tattoos stehen für bestimmte Dinge. Also mein Tattoo steht zum Beispiel für Schutz auf Reisen. Ja, normalerweise sucht auch der Mönch das Tattoo aus und dann geht ein Gebet da drauf und dieses Gebet schützt dann diese Person und die läuft dann so lange, bis sozusagen der Zauber verflogen ist. Und dann gibt es immer einmal im Jahr in Thailand ein Festival, wo all diese Menschen mit diesen Tattoos hingehen und dann werden wieder neue Gebete auf diese Tattoos gelegt, damit sie wieder ein Jahr aktiviert sind. Und das ist halt was total tief Verankertes in der thailändischen Kultur. Ich wollte das damals auch unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob ich mir das heute... Also erstmal, es sieht gar nicht mal mehr so geil aus. Bambu-Tattoos können schärfer gestochen werden, teilweise als mit Maschine. Das ist total krass, aber meins ist jetzt nicht so geil gestochen worden. Also es hat auch so ein bisschen Knasti-Vibes. Und ich weiß nicht, ob ich mir das heute noch so tätowieren lassen würde, weil ich war selbst in dem Land, ich war reisen, ich fand es ganz toll, ich fand es voll bewundernswert. Es war so ein bisschen kulturelle Bewunderung. Und ich habe auch lange Zeit daran geglaubt, also ich habe das bis heute manchmal noch, dass ich im Flieger sitze und wenn ich Flugangst habe, dass ich an mein Tattoo auf dem Rücken denke, an Schutz von Reisen und dann so wirklich richtig channel diese Energy. Uns kann hier alles nichts passieren, weil ich habe dieses Tattoo. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht so recht, ob es so ein bisschen in kulturelle Aneignung anzuordnen wäre und ich weiß nicht, ob ich das heute noch unbedingt so machen würde. Da habe ich keine konkrete Antwort drauf, aber das ist so ein Gedanken, den ich manchmal so ein bisschen über das Tattoo habe. Aber ja, es ist auf meiner Haut. Vor 9 Jahren wusste ich noch nicht mal, was kulturelle Aneignung ist oder wie das geschrieben wird. Dementsprechend war das für mich damals einfach eine total große Ehre, dass ich das überhaupt haben durfte. Das nächste Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, habe ich mir in Portugal stechen lassen und es ist ein kleiner Mond auf dem Finger. Der hat überhaupt gar keine Bedeutung. Nein, er hat wirklich keine Bedeutung. Die einzige Bedeutung, die er hat, ist, ich war auf einer Reise und ich wollte ein Tattoo mitnehmen, weil ich Tattoos aus Ländern sammeln wollte. Und ich mag einfach total gerne das Symbol des Mondes. Ich finde es total schön bis heute noch. Ja, deswegen habe ich mir das auf den Finger tätowieren lassen. So, und das nächste Tattoo ist auch wieder ein Mond. Den habe ich hier auf meinem Unterarm. Hinten drauf, den sehe ich nie. Den sehe ich wirklich nie. Das ist wie dieses Tattoo, das ist überhaupt nicht in meinem Sichtfeld und der existiert für mich gar nicht. Im Grunde genommen exakt dieselbe Story wie mit dem Mond auf dem Finger. Das war ein Jahr später, da war ich in Kambodscha und habe in Kambodscha eine Rucksackreise gemacht
Und da habe ich dann ein richtig cooles Tattoo-Studio gefunden. Und das Tattoo finde ich heutzutage gar nicht mal mehr jetzt so super toll, ehrlich gesagt. Das ist jetzt gar nicht mehr so doll der Stil, den ich fahre. Das habe ich mit vielen Tattoos. Aber ich erinnere mich total gerne an diesen Tag einfach zurück. Weil, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal so around the world habt tätowieren lassen, aber Tätowierer sind einfach immer die coolsten Leute, die immer die abgefahrensten Geschichten haben. Und der Tätowierer in Kambodscha, der war einfach so mega cool und wir haben den ganzen Tag so crazy Stories ausgetauscht und der hat so von der Underground-Tattoo-Szene in, ich weiß gar nicht, wo kam er nochmal her? Es war nämlich kein Kambodschaner, Kambodianer? Wie heißt es auf Deutsch? Er kam auf jeden Fall nicht aus Kambodscha, sondern aus Südkorea? Ist es Südkorea, wo Tattoos so verboten sind? Auf jeden Fall kam er aus einem asiatischen Land, wo Tattoos verboten und mega krass verrufen sind. Und da gibt es dann so eine Underground-Tattoo-Szene, wo die alle so heimlich tätowieren. Und es war mega spannend, mir die ganzen Stories den ganzen Tag anzuhören. Das nächste Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, habe ich mir in Indien stechen lassen. Man merkt schon, das war meine krasse Travel-Phase, ja? Da war ich ein Jahr später in Indien. Ich weiß nicht, wann das war. Ich habe das Gefühl, dass das alles so vor 8 Jahren war, aber es kann ja nicht sein. Das ist ein Tattoo, das hat in meinem letzten Tattoo-Video total krass polarisiert, weil ich gesagt habe, dass ich dieses Motiv von Pinterest habe und es überhaupt nicht schlimm finde, wenn man sich einfach Sachen von Pinterest holt und sich die nachtätowiert und dass ja jeder selbst damit klarkommen muss, wenn er irgendwas hat, was von der Stange ist. Und das hat für große Furore gesorgt unter Tattoo-Künstlern, absolut verständlich, aber ich wusste das damals nicht besser und ich bin total froh, dass es diese Diskussion gab, weil ich heutzutage Kunst mit ganz anderen Augen sehe, was auch so Copyright-Sachen angeht. Heutzutage weiß ich, dass das eigentlich überhaupt nicht cool ist, weil irgendeine Person lässt etwas für sich zeichnen, weil sie etwas Individuelles für sich haben will. Und vielleicht hat das ja sogar voll die tiefe Bedeutung, wisst ihr? Vielleicht sucht ihr euch was auf Pinterest raus und es ist irgendeine Person, die hat dieses Tattoo für ihre verstorbene Schwester zeichnen lassen und ihr lasst euch das einfach nachstechen, weil ihr keine Ahnung habt, so nach dem Motto, ne? Also so im Privaten denke ich immer noch manchmal so, So, also ich würde jetzt niemanden so dafür verurteilen, aber eigentlich ist es schon wirklich uncool und ich persönlich würde es heutzutage so nicht mehr machen, weil ich aber auch heutzutage nochmal einen ganz anderen Anspruch an meine Tattoos habe und auch wirklich möchte, dass das individuelle Sachen sind, die auf meinem Körper sind. Und davon kann man sich inspirieren lassen, aber das so eins zu eins so nachtätowieren zu lassen, finde ich schon nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Es war damals ein großer Schritt für mich, den Unterarm tätowieren zu lassen. Das war so, wow, okay, jetzt wird's ernst. Der Unterarm ist so, das ist der Unterarm. So war das für mich irgendwie. Aber eine Bedeutung hat es nicht, außer dass es in Rishikesh in Indien gestochen wurde, was für mich einer der krassesten Orte der ganzen Welt ist und dass ich da einfach sowas auf meiner Haut mitgenommen habe. Da bin ich sehr froh drüber. Die nächsten Tattoos, die ich abstechen lasse, hat Kevin mir gestochen. Kevin hat irgendwann mal angefangen, so Stick and Poke zu trainieren. Der hat sich so Nadeln bestellt und hat dann angefangen, mit Nadeln so sich selbst zu tätowieren. Und irgendwann habe ich gefragt, ob er bei mir auch was machen will. Und da sind dann diese zwei Punkte auf meinen Händen, auf meinen zwei Fingern entstanden. Und Geronimo habe ich, das ist auch schon ganz schön verlaufen, das waren so seine Anfänge, habe ich auf, ja, was ist das? Dem Fußknöchel? Knapp über dem Fußknöchel tätowiert. Geronimo habe ich mir einfach tätowieren lassen, weil ich übertrieben krasser Doctor Who-Fan bin. Es fühlt sich gar nicht richtig an, das zu sagen, weil ich das so lange nicht geguckt habe, dass ich denke, bist du wirklich ein Fan? Du hast seit bestimmt 7 Jahren keine Doctor Who-Folge mehr gesehen. Aber ich war damals in so einem übertrieben krassen Doctor Who-Hype. Und immer, wenn die sich getraut haben, etwas zu tun, haben die Geronimo gesagt. Und ich glaube, dass Geronimo eigentlich daher kommt, dass amerikanische Soldaten das gerufen haben, wenn sie aus dem Flieger gesprungen sind. Und das ist eigentlich der Name von irgendeinem Häuptling. Also ich weiß gar nicht so genau, ob der Ursprung von Geronimo eigentlich politisch gesehen so cool ist, if you know what I mean. Ehrlich gesagt habe ich mich auch nie so richtig tief jemals eingelesen, weil ich dachte, nein, ich will es gar nicht wissen, was ich gemacht habe. Aber ja, mein Geronimo aus meinem Fuß kam ganz unschuldig von Dr. Who. Das war für mich so, ich will dieses Wort auf meinem Körper haben, weil ich sehr viele Ängste habe
und sehr oft einen Geronimo-Moment in meinem Leben brauche, wo ich sage, okay, Augen zu und springen. So, jetzt kommen wir zu dem letzten etwas älteren Tattoo, bevor es neuer wird. Und das ist auch ein Tattoo, was mir Kevin gestochen hat in einem Livestream auf Twitch. Hat er mir Cunted tätowiert. Cunted wird wahrscheinlich den meisten Leuten hier was sagen. Das war so ganz lange das Mantra dieses Kanals. Ich habe eine Schmuckkollektion dazu gemacht und das war so ein bisschen mein Lebensmotto. Es gibt sehr viele Leute aus unserer Community, die Cunted tätowiert haben. Und ungefähr 20 von euch hatten das vor mir und irgendwann war ich so, okay Leute, es tut mir leid, aber wenn ihr das macht, dann muss ich das auch machen. Ja, wenn ihr in 20 Jahren das bereut, dass ihr das auf eurem Körper habt, dann muss ich dazugehören, weil ich habe die Scheiße gestartet. Cunted kann ich euch mal verlinken unten. Ich habe damals mal ein Video gemacht zu meiner Schmuckkollektion, wo ich so ein bisschen erklärt habe, wofür Cunted für mich steht. So ein bisschen dieses mach, was du willst und denk nicht so viel drüber nach, was andere davon halten, sondern geh deinen Weg, wenn sich das im Herzen richtig anfühlt, so ein bisschen, also so ein bisschen feministisch, antifeministisch sein Ding machen. Versteht ihr, was ich meine? Also Kant ist ja eigentlich eher ein Anti, darf ich das überhaupt aussprechen hier? Wäre ja theoretisch eigentlich ein antifeministischer Begriff, aber es war so dieses Wort nutzen, um zu sagen, okay, dann bin ich das jetzt und mach, was ich will. Versteht ihr, wie ich meine? So in die Richtung geht das. So, jetzt kommen wir zu neuen Tattoos. Wirklich neu, neu. Also alles, was ich euch jetzt zeige, ist innerhalb der letzten 2-3 Jahre entstanden, ja? Also, das älteste neue Tattoo, weil es gab eine ganz lange Pause. Das älteste neue Tattoo ist mein Skorpion. Ich habe einen Skorpion auf dem Arm, den ich richtig doll liebe. Das ist mein erstes Fineline-Tattoo. Es ist so diese ganze Fineline-Ästhetik aufgekommen in den Jahren, wo ich mich nicht habe tätowieren lassen und ich finde es total schön. Und ich wollte unbedingt einen Skorpion haben. Das liegt daran, dass ich so ein ganz bisschen mit dem großen C in der Astrowelt drin bin. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen, manchmal bin ich all in und alles ist nur wegen Astrologie und der Merkur und bla. Und am nächsten Tag bin ich wieder so, ach, ich glaube da eh nicht dran. Aber so eine kleine Faszination dafür habe ich eben doch. Es ist so, dass ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren ein Astro-Reading von einer Zuhörerin von Jack und Sam bekommen habe, die das beruflich macht. Das kann ich euch auch mal hier verlinken. Also ich habe das Astro-Reading online gestellt. Da wurde mir dann erzählt, dass ich super viele Planeten im 8. Haus habe. Das ist das Haus des Skorpions und ich bin auch im Mondskorpion und ich bin auch Aszendent-Skorpion und ich habe einfach, meinem Chart zufolge bin ich fast mehr Skorpion als mein eigentliches Sternzeichen Krebs. Und ich fühle mich einfach mit diesem Sternzeichen und allem, was dazugehört, total verbunden und habe das Gefühl so, ja, das bin wirklich ich. Aber das hat man ja immer so mit seinem Mond und Aszendent, dass man denkt, das bin ich eigentlich. Ja, ich finde, der Skorpion ist ein sehr faszinierendes Tier. Ich finde das Sternzeichen-Gedödel total interessant und ich finde, der sieht einfach cool aus. Und auch ein bisschen gefährlich, ja? Weil ich bin vielleicht super nett und sag immer Ja und Amen, aber ich kann auch zustechen. Versteht ihr? So ist auch mein Abwehrmechanismus auf meinem Arm. So, sonst kann das gut sein. Und deswegen habe ich mir einen Skorpion stechen lassen, den habe ich mir in Berlin stechen lassen von einem spanischen Tattoo-Artist. Der war super cool und wir haben uns so gut verstanden. Und er hat es geliebt, mir den zu stechen, weil er am liebsten Insekten und so Schalentiere tätowiert. Und dann, der war in der Schule, der sollte eigentlich in eine schwer erziehbare Schule und hat dann seiner Familie den Vorschlag gemacht, dass er doch auch stattdessen auf eine thailändische Schule gehen könnte, weil die ja auch da so heftig streng sind. Und dann ist er quasi jahrelang in Thailand zur Schule gegangen, in einer thailändischen Schule, auf Thailändisch. Also wie ihr euch vorstellen könnt, es waren die interessantesten 3 Stunden meines Lebens. Der hat so langsam tätowiert, weil wir uns so viel erzählen mussten und ich da so viele Fragen hatte, wie das war. Das war so ein heftig cooler Tag, deswegen bin ich total froh, dass ich mir dieses Tattoo habe stechen lassen. Das nächste Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, ist auf meinem Handgelenk und ist ein Mantra, ein indisches Mantra, also altindisch/Sanskrit. Ich weiß nicht, ob ich auf diesem Kanal schon mal von Kirtan erzählt habe, aber ich war in Indonesien und da habe ich mir dieses Tattoo stechen lassen. Da habe ich nämlich Kirtan für mich entdeckt. Also Kirtan ist Mantra singen, das kommt so aus dem Yoga. Ich habe ehrlich gedacht, als ich da hingehe, dass das so mit Abstand das Uncoolste ist, was man machen kann. Aber mir war langweilig und ich dachte so, oh ja gut, dann gehen wir halt dahin, machen ein bisschen einen auf Chor. Ich war überhaupt nicht angeturnt davon, aber mir war langweilig an dem Abend. Also dachte ich, ich gucke es mir mal an. Und
Ey Leute, ich kam da raus wie ein Preach Girl, wirklich. Ich war so, wuhu, wuhu, Om Gam, Om Namah Shivaya, wuhu. Wenige Sachen in meinem Leben haben so viel mit mir körperlich gemacht und emotional, wie diese 2 Stunden, die ich da verbracht habe. Und ab dann war ich einfach Kirtan Girl, Leute. Ich war jede Woche beim Kirtan und in der ersten Reihe, habe das Ampelmännchen gemacht. Tankstellenmännchen, nicht Ampelmännchen. Ich war ja auf einem Retreat letztes Wochenende und habe da auch Kirtan angeleitet und so, ne? Und habe da gesungen mit den Leuten. So, ja, also ich liebe das einfach. Auf jeden Fall gab es da meinem ersten Kirtan ein Mantra, das ist das Ganesha-Mantra, das heißt Om Gam Ganapataye Namaha. Ihr müsst euch das so vorstellen, im Yoga ist es so, also selbst im Yoga in Indien ist es so, dass manche Leute halt Yoga hinduistisch praktizieren, das heißt, es ist religiös, wirklich, also sie preisen zum Beispiel dem Gott Ganesha. Es wird aber auch weiter praktiziert in den wissenschaftlicher orientierten Ashrams, wo Yoga eher unreligiös praktiziert wird, wird trotzdem noch weiter Kirtan gesungen. Und dort nimmt man halt die Bedeutung, wofür die Gottheit steht. Ne? Also jeder hinduistische Gott hat eine Bedeutung einfach. Zum Beispiel Shiva ist das Reinste und Göttliche in dir. Und Ganesha steht dafür, dir zu helfen, dass du selbst die Hindernisse in deinem Leben und in dir selbst überwindest, um wieder mit vollem Herzen leben zu können. Das hat mich einfach ganz doll gekriegt. Ich habe total geweint, als ich das gesungen habe. Und dann ging so, hier steht Om Gam Ganapataye Namaha. Das ist das Mantra und es bedeutet Hindernisse aus dem Weg schaffen, um wieder mit vollem Herzen und voller Freude leben zu können. Und ich war damals in einer sehr schwierigen Situation. Ich wusste nicht, wie mein Leben weitergehen soll, wo ich wohnen will. Ich war total verloren, ich war in Trauer. Ich wusste einfach nicht, wohin mit mir. Und psychisch war ich auch total instabil. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich möchte zurück in meine Heimatstadt ziehen. Ich möchte mir Sicherheit und Stabilität geben. Ich möchte wieder aufhören, so zu wackeln und so zu schwimmen. Habe mir sozusagen dann gewünscht, dass ich mir für diesen Neuanfang, also Ganesha steht für Neuanfang, wünsche, dass in mir drin diese ganzen Hindernisse, diese ganzen Fragen, ist das das Richtige? Was soll ich, könnte ich stattdessen machen? Dass ich das aus dem Weg räume und einfach in meiner Heimat Frieden finde und ankomme. Das habe ich mir gewünscht. Ja. Und deswegen habe ich mir das tätowieren lassen. Und was soll ich euch sagen? Es ist passiert. Ja, also ich bin sehr glücklich hier und angekommen. Und habe mir das, glaube ich, ein bisschen selbst gechannelt, diese Entscheidung auch damit. So, kommen wir zu den letzten beiden, die ich mir habe tätowieren lassen. Die habe ich auch auf Instagram geteilt. Die habe ich hier auf dem Arm. Fangen wir an mit den Augen. Das ist so ein bisschen das erste realistische und gleichzeitig abstrakte Tattoo, was ich mir habe zerstechen lassen. Ich habe im Internet schon öfter so realistische Tattoos gesehen, die so dann verzerrt wurden und ich fand das super cool und ich habe dann meiner Freundin Hanna hier aus Bielefeld, Hanna Juncker, die auch Tätowiererin ist, ganz tolle Tätowiererin, könnt ihr auf Instagram abchecken, also ich liebe sie einfach, ihre Art, alles und sie ist einfach so heftig talentiert, also die Augen, die haben mich so geflasht, also ich habe das gar nicht erwartet. Sie hat das echt so richtig Freestyle-mäßig gemacht. Sie hat das ganz grob vorgezeichnet. Das war, und daraus ist das geworden. Es war für mich total krass, das zu erleben, wie manche Leute einfach so zeichnen und tätowieren können. Ich habe ihr gesagt, ich hätte gerne Augen. Und dann hat sie das sozusagen für mich gezeichnet und mir gezeigt. Das ist dann daraus geworden. Und das hatte gar keine genaue Bedeutung. Ich habe einfach total die Affinität zu Augen. Also schon als Kind habe ich ganz viel Augen gezeichnet. Fotorealistische Augen, Augen von Sailor Moon, immer Augen, Augen, Augen. Ich finde das einfach, das Auge an sich ist ein super, mega schönes, hübsches Symbol einfach, was auch so viel Tiefe hat. Man, die Augen, ach, so tolle Seele und ich weiß auch nicht, Augen finde ich einfach mega cool und ja, irgendwie habe ich mir da so ein bisschen was reininterpretiert. Was aber das Krasse ist, Leute, während des Tattoo-Termins, ich bin gerade hingekommen und wollte mich tätowieren lassen und in dem Moment hat mich meine Mutter angerufen und dann musste ich mit meiner Mutter spontan ins Krankenhaus fahren und meine Mutter musste notoperiert werden an den Augen, weil sie eine Netzhautablösung hatte. Und ich habe die ganze Zeit nach einer Bedeutung für dieses Tattoo gesucht. Und das Krasse ist, dieses Tattoo habe ich mir nicht alleine stechen lassen, sondern
Ich wollte gleichzeitig zwei Tattoos haben und zwar auch das Tattoo darüber, Mother's Daughter. Das sollte am selben Tag gestochen werden. Und das ist ein Tattoo für meine Mutter. Versteht ihr? Ich wollte mir Augen tätowieren lassen und ein Tattoo für meine Mutter. Und an dem Tag muss meine Mutter notoperiert werden an den Augen. Da hatte ich meine Bedeutung, nach der ich gefragt habe. Habe mich kurz ein bisschen verantwortlich gefühlt und dachte, okay, glaube ich doch ein bisschen an diese Manifestationskacke. Das Mother's Daughter kommt ganz simpel von Miley Cyrus' Song Mother's Daughter. Ich liebe den Song, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ich liebe Miley Cyrus. Also Leute, wenn ihr darauf steht, wenn ihr euch mal schlecht fühlt, gebt einfach Miley Cyrus live an. Wenn ich mir Live-Auftritte von Miley Cyrus angucke, dann fühle ich mich so sexuell. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil die so eine heftige Powerfrau ist auf der Bühne mit ihrem Leder und ihren Ketten und so. Ich finde das mega nice. Mother's Daughter ist einfach ein Song, der voll tief bei mir geht, weil sie in dem Song auch singt My mother always taught me that I make it, so I made it. Und das ist so ein bisschen einfach für mich die Wurzel von allem, was ich bin. Oh Gott, jetzt werde ich emotional. Meine Mutter hat mich immer supported. Meine Mutter hat immer alles für mich gemacht, also auch in der Schule damals. Ich wurde so ein bisschen benachteiligt von der Lehrerin. Man kann es eigentlich schon Mobbing nennen. Ich weiß nicht, ob ich die Story hier schon mal erzählt habe. Und meine Mutter hat mir immer geglaubt. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich auf eine andere Schule komme. Wenn ich Probleme mit Lehrern hatte, hat meine Mutter mir geglaubt und nicht den Lehrern. Und sie hat mich immer supportet, sie hat mich nie unter Druck gesetzt, sie hat mich immer so sein lassen, wie ich bin. Ich habe nie Ärger dafür gekriegt, wenn ich einfach nur ich selber war. Und ich war ein spezielles Kind, ich war ein sehr sensibles Kind. Ich war ein Kind mit sehr vielen sensitiven Geschichten. Ich habe einfach immer fragen können nach dem, was ich brauche und immer sagen können, was ich nicht will. Und sie hat mir geholfen, das irgendwie dann so umzusetzen, hat mir geholfen, Grenzen zu setzen, hat mich verteidigt. So auch, als ich mich selbstständig gemacht habe und jeder skeptisch war, inklusive meines Vaters. Ich sage, oh Gott, wird das was? Meine Mutter hat immer gesagt, ich glaube an dich, sag mir einfach, was du brauchst, ich supporte dich. Das ist einfach bis heute so. Da bin ich einfach super dankbar, weil ich das Gefühl habe, meine Mama hat es halt nicht leicht in ihrem Leben. Die hat sehr viele schlimme Dinge erlebt und hat beschlossen, dass es mir anders gehen wird. Und das hat sie voll durchgezogen, wie so eine Löwin. Deswegen wollte ich dieses Tattoo haben. Einfach so als Ehre an meine Mutter und als Dankbarkeit dafür, dass ich mir sehr bewusst darüber bin, dass dafür, dass ich sehr viele besondere Bedürfnisse hatte, ich so gut durchgekommen bin und so frei ich selbst sein kann in vielen Situationen, dass einfach meine Mutter dafür verantwortlich ist, unter anderem. Das war's auch schon. Das waren alle Tattoos. Es waren 14 an der Zahl. Ich hoffe, die Tattoo-Tour hat euch gefallen und vielleicht machen wir das in 10 Jahren nochmal, wenn ich mehr Tattoos hoffentlich habe. Ich habe richtig Bock, aber ich bin mir noch so unsicher. Ich hätte so gerne eins auf der Brust, aber oh, das sind schon wieder so große Entscheidungen, weil es ist so präsent, wisst ihr? So, okay, Jaco, überleg dir gut, was du hier hin machst. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir eure Gedanken, eure Meinung, eure Tattoos, eure Geschichten, eure Gedanken unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch nicht abonniert habt, werdet gerne Abonnent von diesem Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich vergesse es immer. Man muss mich immer daran erinnern, weil ich denke nicht an Daumen nach oben. Ja, ich bin nicht von Natur aus supportive, was Likes angeht. Deswegen sage ich das nochmal. Vielleicht, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr süßen Hasen.